In Deutschland werden jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Backwaren weggeschmissen. Ein Blaubeermuffin und eine Nuss. Und das liegt einfach daran, dass es für die Bäcker immer schwierig ist, einzuschätzen, wie viel jeden Tag genau verkauft wird. Also ich bin Justus von Food Forecast und wir helfen Bäckereien dabei, weniger Nahrungsmittel zu verschwenden. Und wir haben eine Verkaufsprognose erstellt, die basierend auf historischen Daten, Wetterprognosen und Feiertagsdaten dem Bäcker genau sagt, wie viel er in den nächsten 8 Tagen verkaufen wird. So wandert am Ende des Tages bei der Bäckerei mehr über die Theke als in die Tonne. Also wenn Tilda sonst vermarktet werden würde auf dem konventionellen Weg im Supermarkt, da würden dann ja auch die Leute eher die schönen Stücke kaufen, wie zum Beispiel Filet. Und davon hat Tilda jetzt ja nicht unendlich viel. Und bei uns bedeutet das, dass die Leute in der Region erstmal alles kaufen müssen mittels Cowsharing, das heißt Kuhteilen. Und das heißt, es wird erst geschlachtet, wenn die Kuh zu 100% an Kunden in der Region verkauft wird. Ich bin Moritz Armbrust, einer der Gründer von Friedhold. Ich bin Karl Armbrust, der andere Gründer von Friedhold. Friedhold bedeutet, wir bauen Online-Hofläden von Landwirten. Genau, das ist unser Internet von Friedhold erstellt. Hier haben wir gerade ein Rind online gestellt. 54% sind zurzeit verkauft, sehr beliebt. Das ist auch ein Riesenvorteil, dass wir wirklich alles anbieten können. Es gibt einen Kundenstamm, die möchten gerne die Zunge haben, was oft nicht so nachgefragt ist. Und das heißt, nichts von Tilda landet mehr in der Tonne.